Aber ich sage wieder Moin, liebe Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Survival, ja, mit einer neuen Base. Hier ist jetzt mal so unser zentraler Punkt im Dschungel. Würde schon gerne da hinten mal zu diesem Bambusbiom, sieht auch irgendwie interessant aus, das aber soll ziemlich klein sein, aber ihr seht, dahinter geht der Dschungel auch einfach noch weiter. Also Bambusbiom sieht ja fast aus, als wäre es innerhalb eines Dschungels. Ich werde mich jetzt aber überwiegend hier wirklich oben aufhalten. Das andere ist, es ist ja, na, geht auch nicht wirklich schneller. Dann kann man genauso gut hier noch selber ein bisschen vorbauen, sich ein paar Wege anlegen und so die Sache von oben besser betrachten. Und vielleicht finden wir ja so auch noch eine Festung oder irgendwas. Weil tatsächlich Minenschacht kann man machen. Haben wir auch schon häufiger gemacht. Wäre natürlich auch ein bisschen gruselig für heute. Können wir im Laufe des Abends noch überlegen, ne? Ist er weggeflogen? So. Ein komischer Papagei. Die sind ja wohl friedlich, ne? Wohl eigentlich reicht das auch, wenn wir das hier machen, ne? Unser Weg schön beleuchtet. Damit nicht, dass hier oben irgendwelche Bekloppten spawnen. Muss ja nicht immer alles auf dem Weg sein. Nur mit Vorsicht. Muss natürlich auch noch ein paar Wände hier bauen, ne? Aber da sehen wir ziemlich gut. Nachts sieht man den Weg, den man dann mal irgendwann zurück müsste. Das darfst du, Rechner. Du kannst ja den im Link. Das ist sogar komplett transparent, liebe Leute. Den Rechner könnt ihr 1:1 genauso sehen. Ist in der Videobeschreibung verlinkt im Shop. Müsste eigentlich klappen, die Verlinkung, oder? Das ist schon. Hab da schon tief in die Tasche gegriffen. Danke auch für euren Support. Ich würde schätzen, wir haben ja diesen Aufruf da gemacht, oder ich eher gesagt, ne, von wegen noch einen neuen Rechner vor LS22. Das, was ich gehofft hatte, ist nicht ganz zusammengekommen, trotzdem ist wahnsinnig viel zusammengekommen. Also vielen, vielen lieben Dank für jeden, der da reingebuddert hat und somit auch supportet und einen kleinen Teil zum Rechner beigesteuert hat. Definitiv. Ich würde schätzen, das, was da, oder ne, waren so circa 20%, glaube ich, vom Rechner, die da zusammengekommen sind. 20% so circa, ne, also es war nicht ganz um und bei. Kann ich die genaue Summe sagen, aber so ein circa ist das Sponsoring durch Ultraforce. Dafür habt ihr dann auch das Werbung, dafür verlinke ich die dann künftig in meinen Beschreibungen. Das ist also eine Zusammenarbeit, einfach Werbung, Achtung Werbung, Achtung Werbung, Ultraforce, Achtung Werbung, liebe Leute. Nicht, dass ihr jetzt in die Irre geführt werdet und nachher sich einer beschwert, unlauterer Wettbewerb und so bla. Nein, dafür habe ich eine Menge Computer für mir die Arbeit gemacht, mir ja, eine Bewerbung, kann man fast sagen, fertig geschrieben. Und mehrere deutsche Computerbaufirmen angeschrieben, wie es so meistens ist, wenn man sich irgendwo bewirbt. Bewerben ist eigentlich, ja, also eine Anfrage einer Zusammenarbeit. Ne? Ich habe geschrieben, so, ich bin das, ich kann euch das bieten, hättet ihr Bock? Jetzt ein bisschen, ne, platt gesagt. Natürlich habe ich das schön ausformuliert und so weiter, mit ein bisschen Zahlen belegt und bla und hier und da. Und in der Regel, ich glaube 20 habe ich angeschrieben. Und von denen haben bestimmt schon mal, ich sag mal, 8, 10 haben gar nicht geantwortet. Und keine Ahnung, 6 haben abgesagt. Und so ungefähr, ne? Und bei den anderen hätte man vielleicht eine Chance. Und deswegen bin ich froh, da jemanden gefunden zu haben, der da auch einen kleinen Teil zu beiträgt. Und natürlich auch das Gewinnspiel sponsert, ne? Also kannst du ja gerne nachgucken. Also, ne, ist schon eine Stange Geld. Aber ich hoffe auch,
dass das wieder lange hält. Und was natürlich auch klar ist, für uns sind es auch Betriebsausgaben. Das ist für mich eine Betriebsausgabe, das sind Kosten. Die können wir von der Steuer absetzen, natürlich nicht auf einmal. So ein Gerät schreibt man dann ab über 3 Jahre. Das heißt, praktisch habe ich technisch, natürlich habe ich das erstmal bezahlt, aber ich habe theoretisch jeden Monat Kosten in Höhe von, um jetzt mal leicht zu rechnen, von 100 Euro oder so, ne? Die ich dann sagen kann, hier, hallo, das möchte ich gerne abziehen von dem, was die sonst an Steuern haben wollen. Denn ihr wisst es, ne? Dünen können ja, gönnen sich schon ein bisschen Steuer. Gibt richtig viele von diesen bunten Vögeln. Kann man die eigentlich auch irgendwie anlocken und halten? Hier, kennt sich da einer aus mit den Papageien, Kanarienvögeln? Ich habe keine Ahnung. Alter, heftig. Da mal durchzufräsen, da hast du aber sofort einen komplett vollen Bambusbestand, ne? Ich habe das Gefühl, dass wir trotzdem nochmal wieder noch weiter hinaus müssen, also höher müssen, damit wir überhaupt was sehen. Aber dann kommen wir nicht mehr runter, ne? Das Problem ist, runter kommt man nicht gut. Hoch ja. Mit Weizenkörner zähmen ist dann viel bei Katzen. Wenn du sie hinsetzt, bleiben sie, ansonsten folgen sie dir. Okay. Also wir könnten natürlich ins Wasser springen und dann könnten wir wieder hochbauen. Wir brauchen noch bald ein neues Holz. Da gibt es auf jeden Fall Kürbisse. Krass großes Biom, sag ich euch. Runter kommen sie alle. Wow. Oh. Geht. Das wollte ich einfach nur machen. Warum? Weil Spaß macht. Gut, jetzt ist mein Inventar auch gleich komplett voll mit Bambus. Aber auch ein Baustoff, den ich vorher so noch nie gesehen habe. Praktisch, ne? Einfach nur unten einen weg und der Rest kommt hinterher. Aber ich kann hier weiterlaufen, weiterlaufen und weiterlaufen und ich weiß, irgendwann kommen wir nicht mehr zurück. So endet das dann nachher, ne? So endet es dann. Natürlich auch klar, ich kann das alles gar nicht mehr mitnehmen. Jetzt müssen wir, gehen wir von hier wieder hoch. Wie viel habe ich dann noch? So, passt wohl gerade. Aber wie schwer ist denn so ein Dschungelteil zu finden? Ich hatte schon Bock, noch irgendwie so eine Festung mal anzugucken, aber finden wir ja, glaube ich, nicht. Auf einmal stehen wir davor, manchmal ist es so, ne, aber. Wie Fisch da unten ist. Hunger haben wir aber nicht. Wenn wir das in Subsistenz mal behaupten könnten, ne? So viel Fisch. Alles Lachs. Moin moin. Seid gegrüßt, danke fürs Reinschalten.
Hat er auch was, so ein Steg hier im Dschungel. Aber ich habe bald keine Rohstoffe mehr, so für Fackeln und so weiter, ne? Schön, schön hier. Mir gefällt's. Aber sind echt immer noch Bäume, die noch höher sind, ne? Und da oben wäre immer noch wieder besser gucken. Und da hinten, das ist nochmal eine ganz andere Nummer irgendwie. Riesig. Einfach nur riesig, so ein Biom hier. So, die kriegen wir gerade noch verballert und dann ist auch dunkel, ne? Haben wir überlegt, wie man damals in Minecraft Bed Wars gebaut hat und jetzt hier so, oh Gott, das ist weit, so baut. Ist hier ein bisschen vorsichtiger. Bei Bed Wars ist meine normalerweise immer gleich wieder gespawnt. Hier wäre es das Ende, ne? Aber ich meine, nur hier oben hat man wirklich ein bisschen Überblick. Ansonsten da unten siehst du halt nichts im Dschungel, ne? Die Vergiftung bei Subsistenz, da musst du dieses grüne Getränk machen. Eine Leber brauchst du und dann brauchst du irgendwie Fischöl, meine ich, ne? Und Algen, glaube ich. Also nur ein Chicken. Muss das Rezept mal angucken. Gehen wir wieder runter. Am nächsten Tag müssen wir uns erstmal wieder neu Holz organisieren. Nützt nichts, sonst kommen wir hier nicht weiter mit unserem Steg. Im Steg in dem im Bambus. Und Kohle geht auch langsam aus. Was machen wir denn da? Oh, ich habe auch kein, gar kein Holz mehr. Okay. Wer fühlt sich auch sicher hier oben? Schnell. Ab zum Bett. Was heißt, dass Zombies in der Nähe sind? Uah, schlafen. Die Mine erkunden, sagt Patrick. Würde sich wünschen. Wegen Kohle, ne? Ja, macht schon Sinn. Brauchen wir vorher Holz. Die Mine, da muss ich wieder ein Stück zurück. Eigentlich will ich lieber erstmal nochmal weiter gucken. Aber wir gehen jetzt erstmal runter und organisieren uns ein bisschen Holz. Können wir natürlich auch in der Mine kriegen, aber.
Skelette. Ja, ich meine, die sind immer so blöd verwinkelt. Schafft man es ja selten, alles Holz hier nicht rauszukriegen. Einmal Eich, einmal Trope. Trope. Problem ist halt einfach unser Inventar. Was machen wir da? Wir brauchen hier wirklich auch eine Base, ne? Sollen wir uns also oben auf dem Steg tatsächlich auch ein bisschen häuslich einrichten? Wird's ja nix. Ich glaube, das sollten wir tun, weil es gar nicht so viele andere Sachen übrig bleiben, die geschickt wären. Wieso komme ich da jetzt nicht mehr hoch, weil da nichts mehr ist hier oder was? Aua. Das sollte man lassen. Also ich glaube, wir versuchen das. Wir oben jetzt einfach nur so ein bisschen notdürftig. Base ist vielleicht übertrieben gesagt, ne? Obwohl, ich kann eigentlich doch hochgehen, hochklettern. Und mich dann von oben runterbauen, oder? Immerhin, weil ich irgendwie komisch das weggebaut habe. Das müsste doch gehen. Ganz bis nach oben kommen wir so nicht, oder? Ich glaube, wir sind oben, ne? Na schön, dann kriegt man den Baum auch komplett weg. Ist immer schöner, wenn er sich dann in Luft auflöst, als wenn da irgendwas übrig bleibt, finde ich. Ja, er wird schon weniger. Nur eine kleine, also eine Base ist übertrieben gesagt. Ne? Ich möchte nur eine kleine Hütte haben. Und weiß ich nicht, nur eine größere, sagen wir mal eine größere Plattform mit ein bisschen Kisten drauf. Und damit wir da ja, erstmal so einen Sammelpunkt haben, den wir einigermaßen finden über den Weg alleine. Ne? Wir werden gleich nochmal gucken. Oder ich versuche vielleicht nochmal die Schlucht noch zu finden. Was können wir denn mal wegdroppen? Also eine so eine alberne Steindruckplatte. Ne? Was ist das? Aber damit wir da so ein bisschen diesen Bambuszeugs und sowas loswerden können, das möchte ich jetzt ja nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Und die Mine, glaube ich, war schon wieder ein ganzes Stück weiter hinten, ne? Ich fühle mich einfach sicherer irgendwie hier im Dschungel, wenn ich so einen Weg habe. Jetzt ja nichts. Könnt ihr vielleicht nachvollziehen, oder? Was sagt ihr? Muss ich schwarzen auch.
Wo war wo jetzt weiter? Auch hier. Glaube ich hier, ne? Hier habe ich Fackeln. Und von da sind wir dann gekommen. Okay, also es ist nicht ganz so einfach, sage ich euch. Ich glaube, alle, die schon mal im Minecraft-Dschungel unterwegs waren, können das hier so ein bisschen nachvollziehen. Es ist nicht ganz ohne. Und fahren wir denn hier das ganze gute Tropenholz? Wobei das auch noch ein schöner Baustoff ist, ne? Das ist ein bisschen anderer Holzton einfach. Richtig, sonst in unseren Bauten haben wir die noch gar nicht mit drin, ne? So ein bisschen wie, es gibt ja so, wenn Taucher unter hier große Höhlen, ne, durchtauchen im unteren, die irgendwie ja nicht bekannt sind, nicht gut zugänglich und so. Die tauchen auch teilweise mit Schnüre, ne, so nach dem Motto, also damit sie zumindest nachher wieder wissen, wie sie aus der Nummer rauskommen. Und das ist eigentlich das hier, das ist so eine Art Sicherheitsleine, die ich mir hier baue, um hier gut von A nach B zu kommen. Manchmal kann man ja noch mal so ein bisschen links rechts gucken, weil irgendwo war ja doch der Eingang zur Schlucht. Ach, da ist gerade so ein Papagei. Das da hinten? Sieht anders aus, oder? Da so? Seht ihr das? Was ist, ist das sowas? So genau mittig? Sieht so nach einer festen, großen Struktur aus. Na, müssten wir uns hier mal so ein bisschen durchkämpfen, schräg. Aber geht schon wieder los. Wo sind wir noch mal, ne? Nur mal, um zu wissen, was das denn so sein könnte. Jetzt zweigen wir hier mal ab. Kannst du nicht erkennen, auch wenn ich mit ranzoome nicht. Ich gehe mal ein bisschen, versuche uns mal näher ranzubringen. Ja, aber auch das wird schon wieder dunkel. Das sieht nach einer geraden Struktur, kann auch nur eine Felswand sein, da geht ziemlich gerade. Oh, zu viel Kakao da unten ist. Was will man mit so viel Kakao? Nur Kekse backen oder was kann man noch schönes mit Kakao machen hier? Kann man auch Kakao trinken mit Milch in Minecraft oder weiß da einer was? Ach nee, das ist einfach nur, glaube ich, es wirkt nur so. Das ist einfach nur der Schatten, glaube ich, durch den Baum durch. Ich glaube nicht, dass da tatsächlich irgendwas Interessantes ist. Schade. Nee, das ist leider schade wohl. Ist auch lustig, nachher haben wir so viele Wege hier durch. Obwohl, da man die selber angelegt hat, sollte man sich da eigentlich nicht blöderweise verlaufen. Ne? Aber sonst hätte ich gesagt, nachher verlaufen wir uns da noch. Kann ich nicht mehr mitnehmen? Kann ich nicht mehr mitnehmen.
Passt doch die Mucke zum Urwald hier, oder? Gute Nacht. Liebe Leute, danke fürs Reinschalten auf YouTube. Bis zur nächsten Folge dann hier im Dschungel. Ne? Bis dahin, vielen Dank. Und keiner ist da. Nein. Und tschüss.